Der dürfte kein Problem sein, weil er ist unbewaffnet, fällt mir gerade so auf. Was hat er noch im Angebot? Der Heidemon ist geschlagen. Die Spähenkönigin lächelt heute auf euch. Viele schwache Dwarven wurden von dieser Bestie bereits vernichtet. Es ist gut zu sehen, dass sie in ihre Schranken verwiesen wurde. Ja, recht gut geschlagen, Weibchen. Für eine solche Vorstellung gebe ich euch 750 Goldmünzen. Nehmt sie und wisst euch, neues Gunst gewisst. Ihr braucht nicht mehr weitermachen. Der einzige Sklave, der noch drüben ist, konnte niemand schlagen. Es wäre Verschwendung, wenn ihr von seinem getötet werdet, Weibchen. Was ist es für ein Sklave? Was für eine Kreatur? Es ist ein Augentyrann, Weibchen. Die Nemesis des Unterreichs. Vor 4 Jahren gefangen genommen von einer Gruppe rachsüchtiger Drauen, der wurde seitdem niemals in den Gruben besiegt. Er besitzt viele tödliche Kräfte. Nur die tapfersten Krieger haben sich ihm gestellt und sind gestorben. Es gibt keinen Grund zu kämpfen. Ich werde gegen ihn antreten. Seid ihr sicher? Ausgezeichnet. Einmal herhören. Ein äußerst mutiges Drow-Weibchen hat sich bereit erklärt, es mit dem entsetzlichsten unserer Kampfsklaven aufzunehmen, dem furchterregenden Augentyrann. Ich werde das Tür für euch öffnen. Bewegt euch schnell, denn ich will nicht lange offen halten. Die Gunst läuft, seid euch gewiss. Ich warte. Keine große Herausforderung. Jo, Beholder. Ich helfe, wo immer ich kann. Okay, okay. Beholder, friss. Mich an, mein Freund. Bioda hat ja hier einen Stein verwandelt. Nicht gut. Keine große Herausforderung. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Ich warte. Nun gut. Hi, Beholder. Ja? Ja? Stirb, Beholder. Kommt euch zu sich. Diesmal hat Zwinsk in Stein verwandelt. Das ist nicht so schön. Ich sollte Schutz vor dem Bösen aussprechen, bevor ich das mache. Keine große Herausforderung. Das könnte nämlich helfen. Manus Potentis Porum. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Ich warte. Nun gut. Ja? Ja? Ich helfe, wo immer ich kann. Okay, okay. Ich bleib noch mal einen hinterher. Ja, ja, hier war Versteinerung. Die Dienerin der Natur schon erledigt. Keine große Herausforderung. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Da kommt er. Ich warte. Ja? Ja? Wie kann ich mich vor Versteinerung schützen? Das ist die gute Frage. Keine große Herausforderung. Ich war nun gut. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Wie ihr befehlt. Ja. Du hast keine Hast mehr. Ja. Du hast aber noch Hast. Dann wirk mal Hast. Das sollte helfen. Was immer ihr wünscht. Fragt nur. Nicht das, sondern...
Das? Die Dienerin der Natur ist bereit. Ihr zeigt mir wohin und ich... Manas Potentis Porum! Ich warte. Ja. Prisi, Ali, Fere, Bacchio, Bacchio, Fere. Bevor er erscheint, ein paar Zauber. Jetzt erscheint endlich. Fragt, wenn ihr es wollt. Jetzt will die Sau nicht erscheinen. Da erscheint sie jetzt. Was kann ich tun? Okay, okay. Die Natur ist das Leben, das sie gab. Hat das etwa wehgetan? Ja. Ich war natürlich. Das ging schnell. Ja, wenn es das Sieg ist, was der Spinnenkönigin. Ihr habt den Augenhörn gehütet. Ihr seid wahrhaftig jeder durchblühende Wert, mit der Lunter läuft euch bitte. Euch bedenken mag. Hier, 1000 Gold müssen uns belohnen für das Schauspiel. Ich erkenne jetzt, warum das Haus des Pan euch solche Aufmerksamkeit widmet. Obwohl ihr ein Nasser dran seid, ein Weibchen eurer Befähigung wäre eine wertvolle Bereicherung jedes Hauses. Möglicherweise gibt es keine weiteren Kampfsklaven in meinem Stall, nicht ein würdiger Gegner für euch. Vielleicht mögt ihr irgendwann mal zurückkehren und ich sehe, was ich bis dahin sammeln kann. Gut, dann sagt mir, was ihr über das Haus des Pana wisst. Des Pana, ein mächtiges Haus, geführt von der Mutter Umbrin Ardulans. Ardulays. Manche meinen, es wäre eines Tages das mächtigste von Usnata, aber Mutter Lolf kann launisch sein. Das heißt, die Mutter Omen hat Interesse an Flüchtlingen aus Shednassat gezeigt, da kann ich nur annehmen, dass ihr gemeint seid. Eure heldenhaften Kämpfe werden der Grund dafür sein. Wie ist etwas über Drachen? Gerüchte über Drachen kommen und gehen. Manche sagen sogar, dass die Omen mit den tatsächlichen Schattendrachen der Nessa-Gegenden handeln. Ja, Schattendrachen sind böse. Der einzige, von dem wir bisher, über den wir hier sicher wissen, ist die furchterregende Silberbestie, die die Dwautrupps jagt, die auch nur in der Nähe der uralten Gänge unseres ersten Abstiegs kommen. Davon weiß ich nur ganz wenig. Vielleicht kann ich einer der Geschichtenerzähler hier besser informieren, wenn ihr euch sehr dafür interessiert. Ich hörte, dass die Dwautrupps hier aktiv ist. Was habt ihr eine Ahnung, was sie macht? Man munkelt von einem großen Blutvergießen, das unter unseren verhassten Verrätern der Oberwelt geplant ist. Vielleicht gibt es auch Krieg gegen die Gedankenschinder. Egal, ihr habt recht, die Mütter Oberinnen sind Schätze hortende Kriegerinnen und Zauberinnen. Bis sie sagen, was sie tun, weiß jedoch niemand wirklich etwas. Ich werde dann gehen. Wie ihr wünscht, Weibchen, möge Mutter Läufe auf euren Wegen lächeln. Ja, ich hätte noch mit ihm kämpfen können. Wollte ich jedoch nicht. Trennt sich der eigene Weg vom Vater Königin und des Hauses, führt er direkt ins Grab. Ich grüße euch. Ihr kam kürzlich von Shednassat, stimmt's? Ich habe von euch gehört. Wir drei versammeln uns, um unsere Geschichten, unsere Eroberungen auf der Oberwelt zu erzählen. Und dunkle Geschichten aus unserer Vergangenheit. Das ist Tradition in Usnata, diesem ersten Ort. Ich muss gehen. Tut, was ihr wollt, würde ich sagen. Keine große Herausforderung. Kann die Kampfmusik mal bitte aufhören? Danke. Die Kampfmusik ist schön und gut in Kämpfen. Aber nicht hier. Wagt es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Ah, gibt es etwas, bei dem ich euch helfen kann, Weibchen? Vorher erwittet ihr einen ersten Ort. Was ist das? Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, kennt ihr eure eigenen Dinge nicht allzu gut, Weibchen. Sicherlich wisst ihr doch irgendwas was über unsere Geschichte, oder? Vor langer Zeit hat unser verachtenswerten Vetter in der Oberwelt unsere Art verrieten und uns in die Tiefen verbannten, was ganz in der Nähe, wo die Dwarf zum ersten Mal erschien. Eine furchtbare Gegend. Wir trafen an jeder Ecke im ganzen Unterreich unerbitterliche Feinde. Es war dieser Ort, an dem wir zum ersten Mal zusammengefunden haben, um uns gegenseitig zu schützen. Usnata bedeutet der erste Ort, an dem wir uns versammelten, der erste Ort, an dem wir unser angeborenes Recht auf Macht und unseren verhassten Vetter zurückerkämpften. Es war Usnata, von dem aus wir in die Städte der Stämmigen einfielen und das großartigste Königreich von Telantivar im wundersamen Berinden errichteten. Berinden und Telantivar sind beide längst vergangen, aber Usnata gibt es noch.
Eine Erinnerung an die Blutschuld, die wir unseren verhassten Verwandten der Oberwelt noch zu bezahlen haben. Somit ist Osnata nahe der Oberfläche, nicht wahr? Nicht nahe, aber nächstmöglich. Die Passage, die sich zur Oberfläche windet, ist sehr nahe und sie wird bewacht von der großen silbernen Bestie und sie ist für uns verschlossen. Bewacht? Was würde sein, wenn die Passage, sagen wir, nicht länger bewacht würde? Ich glaube, es gibt noch viele andere Schutzvorrichtungen gegen uns, aber die silberne Bestie ist die größte von allen. Wenn sie die Passage nicht mehr bewachen würde, nun, ich zweifle nicht daran, dass wir die anderen Schutzvorrichtungen überwältigen und unseren verhassten Verwandten einen langen, überfälligen Besuch abstatten würden. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Habt ihr auch andere Geschichten? Ich habe erst wenige Verdienste errungen, Weibchen. Vor einem Jahr habe ich das Bluten vollendet, als ich mit zwei Brüdern eine lange Reise zur Oberwelt unternahm. Diese Oberwelt, das ist ein grässer und scheußlicher Ort, aber ich und meine Brüder, wir fanden eine der Oberweltelfen. Eine Frau, breich und wunderschön anzusehen. Sie war lächerlich einfach abzuschlachten. Wir wurden von Elfenpatrouillen gejagt und meine Brüder wurden ermordet. Aber ich brachte den Kopf der Frau mit ins Unterreich. Der Kopf wurde als eine passende Trophäe für ein Bluten betrachtet. Meine Matrone war erfreut und unterstützte meinen Beitritt in die Gesellschaft männlicher Kämpfer im Jahr darauf. Sehr schön. Habt ihr noch andere Geschichten? Nein, nicht unbedingt. Ich kam eigentlich hierher, um die anderen reden zu hören. Also hast nichts mehr zu sagen. Um es als Mann zu etwas zu bringen, muss man sich entweder mit den Büchern der Magie befassen oder in den richtigen Betten beliebt sein. Aha. Darf ich zwei Fragen stellen? Wenn ihr eine ehrliche Antwort wollt, Weibchen, wäre es das Beste für euch, den Kalasar zu treffen. Er ist der Älteste dieser Gruppe und er redet doch gerne. Gut, dann gehe ich zu ihm. Tut, was ihr wollt. Okay, noch mit dem Wirt reden und dann können wir mal weitermachen. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Wollt ihr etwas Bestimmtes, Weibchen? Vielleicht einen Krug schwarzen Met oder habt ihr jemanden gefunden, mit dem ihr euch in die Gemächer der Lust zurückziehen wollt? Gemächer der Lust? Ihr kein dummes Zeug. Dieser Ort dient wie jeder andere seiner Art in Dwar zur Entspannung. Dwar, die einander erregend finden, können sich in die Gemächer zurück, mit Massagen oder anderen Sachen, die ihnen gefallen, zurückziehen. Wenn das nichts ist, gibt es auch noch die Kampfgruben und die Huhn mit den explodierenden Sklaven. Für die, deren Mägen nicht zu schwach sind. Und dann gibt es noch viele Drows, die Märchen und Geschichten erzählen. Ein Brauch in der Stadt. Aber ich bin sicher, dass ihr meiner Führung nicht bedürft. Ihr habt ja selbst Saum im Kopf. Nun, gibt es noch etwas, das ihr braucht? Darf ich euch Fragen stellen? Nein, dürft ihr nicht. Ich bin nicht hier, um Fragen zu beantworten. Ich bin hier, um euch zu bedienen. Ja, Fragen? Geht zu den Geschichten erzählen. Vielleicht tun sie euch den Gefallen, Weibchen. Das kann ich nochmal anklicken. Dann kommt aber dasselbe. Zeig mal, was ich anzubieten habe. Wie gesagt, Bettenalkohol, dafür bin ich da. Also hier können wir nur königlich schlafen für 30 oder wir können was trinken. Met kostet hier 40 Goldmünzen. Trinken wir einen Kulk und dann war's das auch schon. Ich war nun gut. Ja, was möchtet ihr? Ja, ich muss mir auch überlegen, was ich mit... dem hier mache. Ich habe... aber hier habe ich nur einen neuen Eintrag. Also das hier ist die Sache mit dem Fischtank gewesen. Ich habe Fair, die Tochter der Mutter Oberin, wie bevor in der Taverne getroffen. Scheinbar ist ihre Mutter sehr an mir interessiert und wir sollen eine weitere Aufgabe durchführen. Fair ist dann gegangen und Solarfeen und ich sollten sie in ein paar Tagen am Eingang der Stadt treffen und mehr Informationen erhalten. Bis dahin kann ich mit meiner Zeit machen, was ich will. Ihr müsst eure Gruppe... Ja, das war die Taverne. Hier oben waren wir schon. Erzählt mir mehr davon. Okay. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Ja, ich höre euch. Eure Gedanken sind klar und eindeutig. Ihr seid in den meisten Bereichen der Stadt nicht willkommen. Denkt daran. Ja, es ist mir klar, dass ihr ein Botschafter seid. Ich weiß, ihr hattet nichts damit zu tun. Nein, ihr werdet für die Taten anderer Mitglieder des Volkes nicht bestraft werden. Ihr könnt bleiben, bis eure Geschäfte hier beendet sind. Genug, wir werden uns das nicht mehr länger anhören.
Sie sollen rund um die Uhr beobachtet werden. Wir müssen bald ruhen. Selbstverständlich. Wo ist schon Hamster müde? Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Ja, wir sollten rasten, weil... Keine große Herausforderung. Obwohl, wir können außerhalb rasten, das ist günstiger. Vor allem, wenn wir in der Drachenhöhle rasten. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Und ich möchte nicht... Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Und ich möchte nicht unbedingt in Dwaubetten ermeuchelt werden. Ja, immer... Ich habe immer noch ein Hühnchen zu rupfen mit dem Typ im Fischtank. Weil eigentlich möchte ich hier keinen Mord begehen.